schwer für Maximilian Arndt. Es gibt 15 deutsche Viererbob-Weltmeister. Wenn er der 16. werden will, dann muss jetzt alles stimmen. Für Maximilian Arndt, Alexander Rödiger, Kevin Kuske und Martin Putze. Gestern immer unter 5 Sekunden angeschoben. Holcomb zuvor hat bewiesen, dass das auch heute möglich ist. Nur 5,00, eine kleine Enttäuschung am Start für Maximilian Arndt. Vor der 2 eine Bande. Da kommt er nicht gut durch. In diesem oberen Teil der Bahn aus der 3 schiebt er nochmal heraus. Gerade da, wo man Geschwindigkeit aufbauen soll. 500stel kann etwas aufholen. Aber die Geschwindigkeit, die fehlt im oberen Bereich. Jetzt wird es noch besser für Maximilian Arndt. Aber das muss sich irgendwann auswirken, der Fehler oben. 12, 13. Rein in die Schikane. 130 km/h. Etwas langsamer als Holcomb. Den kann er so nicht mehr attackieren. Da wird er zusätzlich verlieren. Maximilian Arndt. 21 Hundertstel sind es. Kleine Enttäuschung beim Bundestrainer, bei Christoph Langen. Da hat er doch deutlich verloren. Maximilian Arndt, eine gute